Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tales of the Monkey Island. Und ja, wir schweben zurück durch die Geisterwelt. Und zwar zum Tor. Schatzsuche. Gut, zum Schwertkampf. Hier werden wir alte Bekannte treffen. Und ja. Werden wir sehen. Ihr werdet es nicht warten, aber sie wurde im Verlauf des Let's Plays umgebracht. Und der Typ auch. Morgen? Morgen? Ahoi, Matrose! Noch so ein Schwertkämpfer, der mich auf ein Leben im Jenseits voller Säbel rasselnder Gefechte herausfordern will. Nun denn, zeig, was du kannst! Gott sei Dank geht es dir gut! Heda, ich red mit dir! Ja, mir geht es gut. Ich bin tot. Und du offenbar auch, also hau ab! Tja, es wird dich freuen zu hören, dass ich deinen Mörder ausgelöscht habe. Du hast LeChuck getötet? Was? Der Tod muss dir die Birne vernebelt haben. LeChuck hat mich um die Ecke gebracht. Bei dir war's der Singe. Hallo? Bin Schwertkämpfer, suche Herausforderung. Der Singe? Aber du hast doch gesagt... Na großartig. Meine große Chance, Dankbarkeit zu zeigen, und Mr. Mächtiger Pirat schaltet bei meinem Todesröcheln auf Durchzug. Aber... Und dann besudelt er auch noch meinen Ruf als schlagkräftige Piratenjägerin, indem er andeutet, ich könne eine toupet-tragende, milchgesichtige Knalltüte wie die Singe nicht mit verbundenen Augen schlagen. Wie bitte? Gott, bin ich deprimiert. Hör mal, ich habe nicht vor, hier im Land der Gänsehaut zu bleiben. Ich habe noch ein Hühnchen mit LeChuck zu rupfen und meine Frau ist immer noch in Gefahr. Ich werde vermutlich Hilfe brauchen, um von hier wegzukommen. Und du bist meine einzige Freundin. Vergiss es. Ich bin eine nichtsnutzige, hinterhältige Verräterin mit Kommunikationsproblemen. Ich verdiene es nicht einmal, deine Freundin zu sein. Niemand? Du musst nur mal wieder ein Schwert in die Hand nehmen. Hier, nimm und tritt gegen mich an. Nein, ich kämpfe nicht gegen jemanden Unbewaffneten. Ich bin bewaffnet. Na los, kämpfe, kämpfe! Nun, ich bin noch nicht fertig mit dir, Fräulein. Ich komme wieder. Na schön, ich warte dann da drüben so lange. Kannst du mal die Kappe halten, du hüpfender Depp? So, wir werden uns jetzt erst einmal morgen holen. Das Verbündete. Verzeihung, kann ich mir das mal borgen? Hey, LeChuck hat das nicht ohne Grund in mich gebohrt. LeChuck? Hey, er hatte es auf mich abgesehen, nachdem meine Kameraden und ich ihm irgend so eine goldene Schildkröte abgenommen hatten. Er schlug mir den Kopf ab und bat mich, es so lange zu halten. In deinem abgeschlagenen Kopf. Ja. Ach, vermutlich wollte er mich einfach nur kalt machen, oder? Würde ich sagen. Hey, das leuchtet ein. No shit, Sherlock, mein Freund. Also, auf in den Kampf, Leute. Wir kämpfen. Morgen. Auf, Mo! Na schön. So. Jawohl! Endlich kommen wir zur Sache. Ich bin dabei! Meine Laufbahn als Piratenjägerin war in etwa so von Erfolg gekrönt, wie meine Karriere als Marathonläuferin. Niemand hat mir jemals auch nur eine Verletzung zugefügt. Und niemandem wird es je gelingen. Sie haben grandios Karriere gemacht. Ihren Namen fürchtet man in der ganzen Karibik. Tja, ich nehme an, das ist wohl wahr. Ha, was für eine Mauerbeleidigung. Was? Nein, ich dachte, ich spreche... Hey, das wäre eine sogar noch bessere Retour. Aber... Wenn er gewonnen hat... Ach, leck mich doch, der Pirat kann mich doch am Arsch weg. Also Leute, das Wortduell wird lange dauern. En garde! Na schön. Ja! Yeah. Hoffnungslos. Ich kann kaum mein Schwert erheben. Irgendwas an diesem Kampf kommt mir spanisch vor. Siehst du? Du bist doch stärker als ich.
Schon winzigere Männer sind von meiner unverkennbar männlichen Prahlerei erschaudert. Ich führe dieses Schwert wie ein kleiner dummer Junge. Glaub mir, du bist Weib durch und durch. Ich bin der verschlagenste Pirat der 7 Weltmeere. Weißt du, wie hoch mein IQ ist, Junge? Jetzt mal im Ernst. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fies als Mensch bin ich? Minus 1. Überhaupt. Wenn überhaupt. Minus 1. Wenn überhaupt. Weißt du was? Du hast recht. Ich war eine verflixt gute Piratenjägerin. Klar habe ich ein paar blöde Entscheidungen getroffen und an meiner Ausdrucksweise sollte ich womöglich noch ein wenig feilen. Aber solange wir beide hier auf dem Scheideweg sind, kann ich es immer noch wieder gut machen. Mit meiner Schlagfertigkeit nimmt's keiner auf. Ich schon, wenn du nicht so einen Mundgeruch hättest. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass du es drauf hast, Schätzchen. Jetzt können mein Schädel und ich nach vorn blicken. Und du darfst die Wächterin spielen. Und das so lange, bis jemand kommt und dich herausfordert. Ja, von wegen. Das ist dein Bier. Und ich mache mich jetzt auf, mir meinen Weg durch dieses endlos nasse Grab zu kämpfen. Weißt du was? Ich denke, ich werde hierbleiben und mir eine Weile die Schwachen und Unwürdigen zu Gemüte führen. Ich wusste, du würdest es schaffen, Mo. Hör mal, tut mir wirklich leid, wie ich dich hintergangen habe. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, nur raus damit. So, wir haben Morgan Le Fay auf unserer Seite, das ist doch mal schön. Viel Glück beim Schwertkampf, ich bin bald wieder da. Mir fällt gerade noch ein, ich habe was vergessen in der Schwarzgruppe. Die Folgen, die ab jetzt kommen, werden genauer sein, weil ich habe mir eine Kleinigkeit zugelegt. Nämlich eine kleine Stoppuhr. Ich bin gespannt, ob man sie hört jetzt dann. So, was wir hier vergessen haben. Den Doc verraten. Wie läuft die Schatzsuche? Großartig! Kannst du mir zeigen, wie eine Schatzsuche funktioniert? Kannst du mir zeigen, wie eine Schatzsuche funktioniert? Sicher, warum nicht? Ein Pirat kann gar nicht genügend Schätze besitzen. Überraschend leicht. Wahrscheinlich ist Made in China. Wahrscheinlich Made in Taiwan. Nächstes. Stech das Rumpfass an! Noch ein Sack voll Gold! Ich sage dir, ich kriege nie genug davon! So, ich würde sagen, wir schauen uns das Diebesversteck erst einmal an. Willkommen, mein verstohlener Kollege. Du bist doch auch ein Dieb, oder? Natürlich bist du einer, sonst wärst du ja nicht hier, hab ich recht? Selbstredend bin ich ein Dieb. Hervorragend. Fühl dich wie zu Hause. Sieh dich nur um, wenn du magst. Wir haben hier viele wertvolle gestohlene Gegenstände. Ich schmücke mich damit. Reden wir doch mal mit dem Dieb. Verzeihung? Was ist, mein Freund? Das sind deine Hände. Was ist denn mit deinen Händen? LeChuck ist damit. Ich glaube, er war immer noch sauer, dass wir ihm die Beschwörungsschildkröte gestohlen haben, als er noch ein Mensch war. Glaube ich auch. Kam zurück und hat uns alle niedergemetzelt. Glaube ich auch. Macht das fehlende Diebeshandwerk. Macht das Fehlen der Hände das Diebeshandwerk nicht beschwerlich? Nicht, wenn man gut ist. Ich ziehe den Leuten den Geldbeutel mit den Zähnen aus der Tasche, knacke einen Tresor mit den Zehen und stopfe mir in einer Schatzkammer die Backen voll.
Na, dann nur weiter so. Keine Sorge, mein Freund. So, schauen wir uns mal an. Hey, nicht schlecht. Ich hatte auch einmal eine Sammlung handsignierter Sextanten. Hast du auch einen Vasco de Lama? Ah, das kann gut sein. Wow, na so ein Zufall. Hey, was ist das da drin? Das? Oh, das ist ein Geheimnis. Oh, was für ein Geheimnis? Wenn ich das wüsste, wäre es kein Geheimnis. Okay, Dude. Also der Typ erinnert voll hier wie Teppich. Wie nett. Wo hast du das her? Ah, das habe ich Kapitän Blutbad höchstpersönlich abgenommen, als seine Mannschaft am Meutern war und ihn über die Planke gehen ließ. Aus dem Mastkorb. Grabstein? Wow, du hast das gestohlen? Naja, eigentlich war das schon da, als ich ankam. Hm, alles klar. Ich würde jetzt erzählen, wessen Grabstein ist es? Wow! Naja. Hm, alles klar. Ist okay. Und was ist mit dem Ding da? Ah, die ist schon ziemlich alt, mein Freund. Es heißt, diese käsemaukendurchtränkte Socke wurde von LeChuck höchstpersönlich getragen. Der Dieb, der sie eingesackt hat, behauptete, er hätte sie dem Zombie-Piraten direkt, unbemerkt, unter seinem untoten Mieflatschen weggezogen. Lustig, wie er hier im Jenseits mit der Socke in der Hand aufgetaucht ist. Wow, hättest du was dagegen, wenn ich sie mitgehen lassen würde? Ich würde es eigentlich vorziehen, wenn du nur die da nimmst. Die stinkt mir den ganzen Laden voll. Okay, Dude. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt ganz schön viel in der Folge. Viel Glück beim Stibitzen. Ich muss dann mal... Beehr mich bald wieder, mein machen Freund. Machen wir, Dude. Machen wir. Ja, auf zum Tor. Trinkgeldbecher. Hey, der alte Klapperkasten hat seinen Becher mit dem Trinkgeld vergessen. Den nehme ich mal mit, nur um darauf aufzupassen. So, wir besaufen uns erst einmal da mit dem Automaten, wenn der Hand verplatt wird. Je mehr Kohle ich habe, desto mehr Rätsel kann ich lösen. Prima. Also, worauf habe ich Durst? Grog XD. Grog XD? Das muss dieser neue Energy Grog sein, den die Jugend heutzutage so trinkt. Ausverkauft. Umso besser. Das Kerosin und die Batteriesäure lassen mich nachts nicht schlafen. Cherry Grog. Ja, oh, Cherry Grog ist wohl aus. Mist, das ist mein zweitliebster Geschmack, gleich nach Purple. Deal. Grog Light ist ausverkauft. Selbst Piratengeister scheinen auf ihre Figur achten zu müssen. Ein erfrischend kühler Grog zum Mitnehmen. Für das gewisse Extra vor einem langen Tag. Change. Nichts. Das mit Grog zu saufen, aber... Aber wir gehen jetzt hier weiter. Ich würde sagen, wir haben jetzt recht viel in der Folge gemacht. Ich sage, mein Name ist Tiger D-Check. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächsten Part im Untoten Land der Piraten. Ich sage, Wiederschauen, eingehauen. Servus.